schönen Freitagabend. Herzlich willkommen zur Tipp 2. Geht es nach Russland, dann muss Österreich ab heute für Gas in Rubel zahlen. Als Gaskassier stellt Putin Forderungen, wie Österreich darauf und auf die stark gestiegenen Preise reagiert. Dazu ist die für Energie zuständige Ministerin Leonore Gewessler zu Gast. Alle gegen Orbán. Sechs Oppositionsparteien schicken am Sonntag bei der Parlamentswahl in Ungarn einen gemeinsamen Spitzenkandidaten ins Rennen. Rücktritt in der Affäre rund um Inseratengeschäfte und einer Steuerprüfung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes ziehen dessen Direktor und der Obmann nun Konsequenzen. Es war eine Ankündigung Putins, die wieder einmal zu großer Verunsicherung geführt hat. Westliche Staaten, darunter auch Österreich, müssten nach russischer Darstellung ab heute russisches Gas in Rubel bezahlen. Und das über Konten bei der Gazprombank. Die Gaslieferungen gehen inzwischen weiter und hierzulande wird das Gas auch benötigt. Zu 30% nämlich von Strom- und Gaskraftwerken, 20% des Gasverbrauchs entfallen auf Haushalte und der größte Teil, 40%, auf die Industrie, wo wiederum die Papierindustrie am meisten Gas braucht, gefolgt von der Chemie- und der Stahlindustrie. Noch fließt das Gas aus Russland, doch muss man sich auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten? Astrid Petermann hat nachgefragt. Noch fließt das Gas aus Russland und zwar ohne Einschränkungen. Für viele heimische Betriebe sind diese Lieferungen eine wirtschaftliche Überlebensader. Sie wünschen sich Planbarkeit. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche ein Gas kriege. Was soll ich meine Mitarbeiter sagen? Auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein bei einem Gegenüber wie dem russischen Präsidenten, ist das wohl eine gute Idee. Mit der Ankündigung, sich Energie nur mehr in Rubel bezahlen zu lassen, hat Putin wieder einmal für Verunsicherung gesorgt. Jetzt ist es aber doch so, dass Käufer ihre Zahlungen weiter in Euro und Dollar abwickeln können. Die Gazprombank tauscht die Devisen dann in Rubel um, um die russische Währung zu stützen. Bundeskanzler Nehammer verweist am Rande eines Besuchs in Deutschland auf bestehende Verträge. Was liegt, das pickt. Wir haben bis jetzt viel gehört, viel Unterschiedliches gehört, einmal so, einmal so. Die bestehenden Verträge, die sind langfristig bis 2040, sind in Euro und Dollar und an die halten wir uns. Die OMV bestätigt, aktuell Unterlagen von Gazprom über Zahlungsmodalitäten zu prüfen. Sie sind am Nachmittag beim heimischen Energiekonzern eingetrudelt. In Österreich ist am Mittwoch die Frühwarnstufe des sogenannten Gasnotfallplans ausgerufen worden. Die Lieferungen genau beobachten, lautet hier die Devise. Noch besser beobachten wäre der nächste Schritt. Sollte tatsächlich deutlich weniger Gas aus Russland fließen, wäre das ein sogenannter Energielenkungsfall. In so einem Szenario hätten Haushalte Vorrang. Lieferungen an die Industrie müssten eingeschränkt werden. Der Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control nennt ein Beispiel. Wie man den Gasverbrauch also jetzt auch zum Beispiel bei einer Wäscherei verändern kann, ist, wenn ich zum Beispiel die Wäsche, die jetzt also für ein Krankenhaus also notwendig ist, diese nach wie vor auch wasche, dieser Dienstleistung nach wie vor nachkomme und zum Beispiel für einen Baubetrieb also die Schmutzwäsche nicht mehr wasche, dass sie zeitlich nicht so kritisch ist. Welche Unternehmen im Krisenfall normal weiter produzieren könnten und welche nur mehr eingeschränkt, dazu hüllt man sich bei der E-Control in Schweigen. Zu groß ist die Angst, mit detaillierten Notfallplänen weiter Verunsicherung zu schüren. Brot vor Stahl lautet allerdings eine alte Devise, soll heißen, Lebensnotwendiges vor Gütern, auf die man im Krisenfall eher verzichten kann. Wichtig ist, auf den Notfall vorbereitet zu sein für die Industrie. Und hier gilt es auch, seitens der Industrie Maßnahmen zu setzen. Was würde es bedeuten, wenn ich also in 3 Tagen, 4 Tagen, in 5 Wochen müsste meine Einschränkung oder meine Erzeugung einschränken? Verunsicherung, Verwirrung oder auch der Versuch zu spalten. Für den russischen Präsidenten ist das wohl Teil eines Strategiespiels. Den nächsten Zug, den kennt nur er selber. Das Leben wird für viele derzeit teurer. So steigen mit heute etwa die Richtwertmieten um durchschnittlich 6%. Je nach Bundesland gibt es hier Unterschiede. Die für das Vorjahr geplante Erhöhung wurde für ein Jahr ausgesetzt. Jetzt ist der Sprung dadurch höher. Doch auch die Inflation steigt derzeit stark an. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria liegt diese im März so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Und zwar bei 6,8%. Besonders stark war der Anstieg seit Beginn des Jahres. Zwar versucht die Politik gegenzusteuern, doch seien diese Maßnahmen zu wenig oder würden zu spät greifen, lautet die Kritik.
Vor zwei Wochen präsentieren die Energieministerin und der Finanzminister ein 2 Milliarden schweres Entlastungspaket. Die Kritik daran lässt nicht lange auf sich warten. Und nun kommt auch noch die höchste Inflation seit mehr als 40 Jahren dazu. Als Ursachen nennt der Experte die hohen Kosten für Heizöl, Benzin und Diesel. Aber die 6,8% sind möglicherweise nur ein Vorgeschmack. Unter den jetzigen Annahmen, dass weiterhin russisches Gas und russisches Öl nach Europa fließt, gehen wir davon aus, dass wir im April, Mai Inflationsraten haben, die über 7% liegen, so 7,5%. Wird die Verbindung zu Russland gekappt, sind auch zweistellige Inflationsraten möglich, so der Experte. Ein Ausblick, der vielen Menschen Sorgen bereitet. Das bedeutet für mich, ich schaue jetzt eigentlich, ja, was Aktionen. Was für Angebote gibt es? Und ja, wie gesagt, weil ja leben müssen wir ja von was, nicht? Unser Bäcker hat auch da schon ein bisschen angehoben und sagt, er kann auch auf die Dauer das so nicht halten, die Preise. Beim Tanken merke ich schon, aber ich fahre sehr wenig mit dem Auto, ich bin mit dem Rad unterwegs daher. Und wenn es zu teuer wird, das Auto, dann verkaufe ich es und fahre mit den Öffis und mit dem Rad. Auch bei der Volkshilfe merkt man, dass es für immer mehr Menschen immer schwieriger wird. Die Ansuchen um finanzielle Unterstützung häufen sich. Die Zahl der Kundinnen und Kunden in den Sozialmärkten steigt. Möglicherweise, so der Präsident der Volkshilfe, reichen die Maßnahmen der Bundesregierung nicht für alle. Wir befürchten, dass mittlerweile die Situation doch dramatischer wird für viele Menschen und dass die dann zum Beispiel durch anhäufende Mitrückstände, Energiekostenrückstände, dann doch eher noch in die Gefahr kommen, in die Armutsfalle abzurutschen. Ähnlich sieht man das bei der Caritas. Zwar sei der Energiegutschein von 150 Euro pro Haushalt eine Unterstützung, rasche Hilfe sehe aber anders aus. Teilweise kommt das spät bei den Menschen an, die Jahresrechnungen sind aber jetzt zu begleichen. Und man muss eines sagen, Einmalzahlungen sind keine nachhaltige Hilfe. Das heißt, wir würden uns etwa wünschen, dass die Sozialhilfe oder Mindestsicherung an den realen Kosten der Menschen sich orientiert, dass Sozialleistungen automatisch auch valorisiert werden. Und auch in der Bevölkerung sind die Erwartungen an die Politik gedämpft. Was soll man ändern? Da muss man anders wählen. Das geht sonst nichts. Das ist, wie soll die eingreifen? Ich habe keine Erwartungshaltung an die Politik. Zumindest der Energiegutschein soll noch im April verschickt werden, heißt es aus dem Finanzministerium. Erst muss nächste Woche aber noch der Bundesrat zustimmen. Ich begrüße dazu jetzt live die für Energie zuständige Ministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Ministerin, wir haben es gerade im Beitrag gehört, viele Menschen fühlen sich da offenbar alleine gelassen mit den steigenden Preisen. Agiert man da an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei? Wir nehmen die Situation der Teuerung in unserem Land sehr, sehr ernst. Und wir haben deswegen im Jänner schon ein erstes Paket verabschiedet von rund 2 Milliarden Euro. Wir haben jetzt ein weiteres Paket auf den Weg gebracht. In Summe sind das 4 Milliarden Euro, die wir investieren, um die Menschen in unserem Land vor der Teuerung zu schützen. Doch dieses Geld kommt offenbar noch nicht an. Diese Maßnahmen beginnen jetzt Schritt für Schritt zu greifen. Ich darf drei Beispiele nehmen. Der Teuerungsausgleich, der sich insbesondere an besonders einkommensschwache Haushalte und Personen richtet. Also die Mindestpensionistin, der Mindestpensionist, Studierende, die Studienbeihilfe beziehen, arbeitslose Menschen, Mindestsicherungsbezieher, der ist in der ersten Tranche bereits auf den Konten. Die zweite Tranche, also die vollen 300 Euro, werden jetzt gerade überwiesen. Der Energiekostenbonus kommt im April. Die Maßnahmen, die wir im letzten Paket beschlossen haben, also zum Beispiel die Senkung der Erdgas- und der Elektrizitätsabgabe, die alle Haushalte in Österreich entlasten wird, startet im Mai. Und trotzdem gibt es von ganz, ganz vielen Seiten, nämlich von fast allen Seiten, von der Opposition, von den Seniorenvertreterinnen, von den Hilfsorganisationen, große Kritik, dass all diese Maßnahmen, die gesetzt haben, zum einen nicht rechtzeitig kommen, weil die Menschen sie jetzt bräuchten, und zum anderen auch sozial nicht gerecht sind, weil es zum Beispiel zu wenig sozial bedürftige Menschen trifft, die jetzt dringend diese Unterstützung bräuchten. Wie klären Sie diesen Widerspruch auf?
Wir haben das erste Paket bereits im Jänner verabschiedet und waren damit deutlich früher dran auch als andere europäische Länder. Und das Paket hat sich insbesondere auch an jene Menschen gerichtet, die es eben besonders brauchen. Der Teuerungsausgleich ist ein Beispiel davon. Wir haben im zweiten Paket auf bestehende Instrumente gesetzt, damit wir eben möglichst rasch helfen können. Und das Finanzministerium hat auch auf Wunsch der Sozialpartner Inflationsmonitoring, ein strukturiertes Monitoring eingesetzt. Wir werden die Situation weiter überwachen und auch dort, wo es notwendig ist. Wir haben es im Beitrag gesehen, Lebensmittelpreise sind ein Thema, auch weiter darauf schauen und auch, wenn es notwendig ist, weiter Maßnahmen setzen. Welche Maßnahmen schweben Ihnen da, gerade wenn es um Lebensmittel geht, vor? Wie gesagt, wir haben im Finanzministerium gemeinsam mit dem Sozialministerium jetzt dieses Monitoring installiert und dort werden dann auch alle aktuellen Entwicklungen beobachtet und dann auch die entsprechenden Maßnahmen entwickelt. Treiber der Inflation sind die Energiepreise und damit kommen wir jetzt zu den Gaslieferungen, wo es ja zuletzt Aufregung gegeben hat, weil Russland gefordert hat, Gaslieferungen nur noch in Rubel zu bezahlen. Heute Nachmittag sind die Unterlagen bei der OMV zu den Zahlungsmodalitäten eingelangt. Können Sie jetzt schon sagen, ob diese Umstellung, Österreich bezahlt weiterhin in Euro, bei Gazprom wird es dann in Rubel gewechselt sozusagen, sind da jetzt alle Unsicherheiten vom Tisch? Das Dekret, das Wladimir Putin gestern unterzeichnet hat, war ja lange angekündigt. Und das war auch der Grund, warum wir am Mittwoch die Frühwarnstufe, also die erste Stufe unseres Gasnotfallplans, in Kraft gesetzt haben. Die Verträge der OMV, wie viele andere europäische Energieversorger, laufen auf Euro. Es gibt also auch keine vertragliche Grundlage zwischen Gazprom und OMV, die Zahlungen anders als in Euro abzuwickeln. Es wurden jetzt Unterlagen übermittelt, die werden in diesen Stunden von der OMV detailliert geprüft. Aber nach derzeitigem Wissensstand ist es so, dass die Zahlungen weiter in Euro abgewickelt werden können, weil eine Bank dazwischen geschaltet wird. Putin hat aber auf jeden Fall mit dieser Ankündigung wieder einmal für Verunsicherung gesorgt. Wie bereitet sich Österreich jetzt auf den Fall vor? Das könnte das Worst-Case-Szenario sein. Sollte Putin doch plötzlich den Gashahn zudrehen? Wir wissen, wir haben es mit jemandem zu tun, auf dessen Ansagen man wenig Vertrauen schenken kann derzeit und die mit Bedacht anzunehmen sind. Deswegen bereiten wir uns ja auch auf alle Fälle, auch auf den Ernstfall vor. Wir haben die Frühwarnstufe des Gasnotfallplans in Kraft gesetzt. Das heißt, die Marktsituation wird mit allen Beteiligten noch engmaschiger überwacht, als es derzeit schon der Fall war. Es wird auch täglich jetzt von der E-Control transparent veröffentlicht, wie ist die Versorgungssituation, wie sind die Speicherstände, um hier für größtmögliche Transparenz zu sorgen. Wir bereiten uns aber parallel dazu selbstverständlich auch vor auf alle weiteren Fälle. Und der im Beitrag angesprochene Fall ist dann die dritte Stufe des Gasnotfallplans, die sogenannte Energielenkung. Da geht es dann wirklich darum, dass ich als Energieministerin im Falle tatsächlich eines deutlichen Lieferrückgangs oder sogar eines Lieferstopps russischen Gases nach Österreich auch eingreifen kann und Verbrauchsreduktionen anordnen kann, um die Haushalte in Österreich, das ist der geschützte Bereich der österreichischen Gasversorgung, auch weiterhin gut versorgen zu können. Würden diese Verbrauchsreduktionen, wie Sie das nennen, in erster Linie die Industrie treffen? So sieht es ja auch dieser Plan vor. Wären Haushalte davon komplett unbetroffen? Wir haben bei der Energielenkung ein Szenario, dass man dorthin schaut, wo der größte Hebel ist. Und der größte Hebel, um Versorgung sicherzustellen in so einem außergewöhnlichen Notfall, sind die großen Verbraucher. Und deswegen bereiten wir das auch vor. Ich habe bereits im Jänner einen Energielenkungsbeirat einberufen. Die E-Control ist jetzt laufend auch im Austausch mit den Großverbrauchern. Und für den Fall, dass Energielenkung notwendig ist, werden wir auch wieder einen Energielenkungsbeirat einberufen, in dem auch die Interessensvertretungen der Wirtschaft natürlich auch am Tisch sitzen. Die Kriterien dazu sind nach der Systemrelevanz ausgerichtet. Also Sie müssen sich vorstellen, es gibt Industriebetriebe, die sorgen mit ihrer Abwärme für Fernwärme in unseren Städten. Wir haben Industriebetriebe oder Kraftwerke, die für die Stromversorgung relevant sind. Die werden aufgrund der Systemrelevanz anders behandelt als, ich setze das jetzt unter Anführungszeichen, rein produzierende Betriebe. Auch dort gibt es wieder die Differenzierung nach, auch das ist im Beitrag angesprochen worden,
Es gibt Bereiche, wie zum Beispiel die Lebensmittelversorgung, die dann im Extremfall auch vorgehen vor anderen Produktionsbereichen. Klar ist, das sind äußerst weitreichende Eingriffe. Das muss gut vorbereitet sein, das muss gut abgestimmt sein. Das machen wir, darauf bereiten wir uns vor. Aber genauso gilt, alles zu vermeiden, dass wir überhaupt in diese Situation kommen. Aber können wir das noch konkretisieren? Wie bereitet man das vor? Spricht man jetzt mit den Unternehmen und sagt ihnen, Unternehmen 1, 2, 3, 4, diese Unternehmen sind die ersten, die auf der Liste sind, wenn es darum geht, die Produktion herunterzufahren? Oder wie laufen diese Vorbereitungen ganz konkret ab? Die E-Control ist im Austausch, die E-Control ist die Behörde, die im Fall auch diese Maßnahmen ausarbeitet, ist im Austausch mit den Großverbrauchern, um auch genau zu verstehen, wie laufen die Verbrauchsspitzen, welche Flexibilitäten haben die Unternehmen, in welchen Bereichen können wir wie auch reduzieren, um dann im Fall faktenbasiert rasch und auch konsequent Entscheidungen treffen zu können. Und das läuft jetzt auf Hochdruck auch bei der E-Control. IV-Präsident, der Präsident der Industriellen Vereinigung KNIL, hat auch Hilfe für energieintensive Unternehmen gefordert und hat ihnen persönlich dabei Untätigkeit in dieser Krise vorgeworfen. Er meinte, ein Schiff auf rauer See ohne Kapitänin sei das derzeit in der Krise. Haben Sie das Ruder in der Hand? Mein Ministerium, die E-Control und ich ganz persönlich arbeiten auf Hochdruck rund um die Uhr an diesem Krisenmanagement. Wir haben in Rekordzeit die strategische Gasreserve beschlossen, im Nationalrat beschlossen, nachdem sich jahrzehntelang niemand darum gekümmert hat. Wir haben die Frühwarnstufe ausgerufen. Wir investieren sehr gezielt und sehr detailliert in die Vorbereitung aller weiteren Notfallstufen. Ich bin im laufenden Austausch mit meinen internationalen Kollegen, Kolleginnen, gerade heute wieder im Rahmen der Internationalen Energieagentur. Also ja, diese Krise hat Priorität und um diese Krise kümmere ich mich höchstpersönlich. Und wird es Hilfe für energieintensive Industriebetriebe geben? Die Industrie in Österreich, und so deutlich muss man das sagen, ist verwundbar. Und das ist eine Verwundbarkeit, in die wir uns sehenden Auges begeben haben. Die Politik der letzten 10, 15 Jahre hat nichts getan, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Ganz im Gegenteil, wir haben diese Abhängigkeit auch noch verstärkt. Der ehemalige OMV-Chef Reuss hat das gerade in einem Interview auch ausgeführt. Die Industrie hat jahrelang von dieser Situation auch profitiert, billiges Gas und gut verfügbar. Und jetzt bekommen wir aus dieser Situation die Rechnung präsentiert. Wir sind zu 80% abhängig von russischem Gas. Wir sind dadurch erpressbar und wir sind als Industriestandort verwundbar. Und auf diese Situation gilt es jetzt gut zu reagieren. Daran arbeiten wir jeden Tag im Ministerium mit allen Beteiligten. Und ja, genauso wie wir bereits Hilfen für die Haushalte auf den Weg gebracht haben, haben wir auch bereits Unterstützung für Wirtschaftsbetriebe und Industriebetriebe auf den Weg gebracht. Die Streichung von Ökostrompauschale, Ökostrombeitrag, die Senkung der Energieabgaben, das sind alles Maßnahmen, die direkt auch die Industrie betreffen. Eine abschließende Frage aus Deutschland. Hat man zuletzt auch die Bitte der Politik an die Bevölkerung gehört, Gas zu sparen und Gas zu reduzieren? Aus Österreich hat man das noch nicht gehört, wenn es um Energieeinsparungen geht. Gibt es da auch Denkmodelle, die für Sie eine Möglichkeit wären? Ein autofreier Tag, ein Tempolimit, dass die Geschäfte im Winter etwa früher schließen, um Heizkosten zu sparen. Ist das für Sie ein Denkmodell? Wir sind derzeit in einer Situation, wo die Versorgung gesichert ist. Sie haben es angesprochen, auch im Beitrag. Es fließt Gas aus Russland im üblichen Ausmaß. Es kommt Erdöl aus Russland im üblichen Ausmaß. Aber Energie sparen, sorgsam mit jeder Kilowattstunde, mit jedem Liter umzugehen, das ist ein Beitrag, den jeder und jede von uns heute schon leisten kann, um unsere Abhängigkeit zu reduzieren. Im Wohnbereich die Temperatur von 23 auf 22, vielleicht 21 Grad zu reduzieren, wo immer das möglich ist, für die Personen, für die es möglich ist. Spart bis zu 10% des Gaseinsatzes und bis zu 10% damit auch der Heizkosten. Beim Autofahren vom Gas runtergehen statt 130, 120, 110, 100, das hat denselben Effekt. Das ist ein Beitrag, aber gesetzlich den jeder wollen Sie nichts von uns, vorschreiben. Das ist ein Beitrag, den jeder von uns freiwillig leisten kann. Wir haben derzeit, wie gesagt, keine Versorgungssituation. Wir haben eine Preisanspannung, deswegen haben wir auch mit den Hilfspaketen reagiert. Wenn sich die Versorgungssituation ändert, dann sieht die Energielenkung auch Möglichkeiten vor, darauf zu reagieren, zum Beispiel auch dann mit offiziellen Sparaufrufen. Frau Ministerin, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank.
Und damit blicken wir jetzt direkt in die Ukraine. Denn abseits all dieser Fragen rund um das Gas, die Europa beschäftigen, geht der Krieg in der Ukraine weiter. Aus der zerstörten Stadt Mariupol sollte heute endlich die Evakuierung tausender Zivilisten unter der Aufsicht des Roten Kreuzes stattfinden. Stattdessen haben russische Truppen sämtliche Hilfsgüter beschlagnahmt, die das Rote Kreuz in die Stadt gebracht hatte. Außerdem sollen ukrainische Hubschrauber ein Treibstofflager im Westen Russlands in Brand gesteckt haben. Der Kreml erklärte, dieser Angriff sei nicht hilfreich für die online weiterlaufenden Friedensgespräche. Unser Korrespondent Christian Werschütz hat mit Flüchtlingen in der Stadt Saporischschja gesprochen, in dem auch das größte AKW Europas steht. Saporischschja ist für viele Flüchtlinge aus Mariupol und anderen besetzten und umkämpften Städten ein ganz wichtiger erster Zufluchtsort. Als erste Anlaufstelle dient der Parkplatz eines Einkaufszentrums, wo Registrierung, aber auch Erstversorgung erfolgen. Die Strapazen der Flucht waren gerade für Familien enorm. Dieser Mann kommt aus Energodar und arbeitete im russisch besetzten Atomkraftwerk. Wir sind bereits 3 Tage unterwegs. Am Kontrollposten hielt man uns seit 12 Uhr Mittag fest und schickte uns dann nach Hause zurück. Erst heute ist uns die Ausreise gelungen. Wir organisierten eine Kolonne von 10 Autos und konnten den letzten Kontrollposten umfahren. Und wie steht es um das AKW selbst? Es kann nicht sicher sein, wenn dort bewaffnete Soldaten und Militärgerät stehen, wenn es Explosionen auf dem Gelände des AKW gibt, die Ausstattung beschädigt und auch gekämpft wird. Einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Flüchtlingen, Einsatzkräften und Soldaten leisten auch in Saporischschja private Initiativen. In diesem ehemaligen Restaurant bereiten mehr als 150 Freiwillige täglich 4000 Mahlzeiten zu. Einen großen finanziellen Beitrag leistet der Wirt selbst. Derzeit bekommen wir keine finanzielle Unterstützung, auch nicht von der Stadt. Doch ich habe jetzt mit unserem Bürgermeister gesprochen und man hat uns Finanzhilfe versprochen. Daher hören wir nicht auf. In Saporischschja gibt es mehr als 100 Informationszentren. Sie wurden vor allem in Schulen eingerichtet und sollen im Ernstfall als Anlaufstelle für die Bürger dienen. Luftschutzkeller wurden vorbereitet, Medikamente, Wasser und Nahrungsmittel sind hier eingelagert. Hier können die Bürger aktuelle und zuverlässige Informationen bekommen, damit es nicht so ist wie in Mariupol, wo die Bürger mit vielen Falschmeldungen leben mussten. Zweitens gibt es hier medizinische und psychologische Hilfe. Wir haben hier 5 Telefone, die mit Batterie betrieben werden, damit sie funktionieren, wenn der Strom ausfällt. Außerdem haben wir auch Powerbanks. Plakate sollen auch in dieser Stadt den Widerstandswillen der Ukrainer stärken. Zu hoffen bleibt, dass Saporischschja eine Probe aufs Exempel erspart bleibt, damit das Elend in der Ukraine nicht noch größer wird. In Ungarn wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt, das seit 12 Jahren von Viktor Orban und seiner Partei Fidesz mit einer Zweidrittelmehrheit dominiert wird. In dieser Zeit hat er seine Macht einzementiert, Medien unter seine Kontrolle gebracht und die Unabhängigkeit von Justiz und Wissenschaft eingeschränkt. Doch die Mehrheit scheint ihm das nicht übel zu nehmen. In allen Umfragen liegt er zwischen 3 und 8 Prozentpunkte vorne. Ein Wahlsieg wackelt trotzdem, denn erstmals treten 6 Oppositionsparteien mit einem gemeinsamen Spitzenkandidaten, Peter Markizoy, gegen Orban an. Leicht wird es für den Herausforderer bestimmt nicht, wie Ernst Gellex berichtet. Er will Orban schlagen. Peter Markizoy, 49 Jahre alt, christlich-konservativ, 7 Kinder und Bürgermeister der südungarischen Kleinstadt mit dem schier unaussprechlichen Namen Hódmezővásárhely. Peter Markizoy ist Spitzenkandidat des Oppositionsbündnisses, bestehend aus 6 unterschiedlichen Parteien, hier bei ihrem Zusammenschluss letzten Sommer. 6 Parteien mit einem Ziel, die Regierung Orbán zu beenden. In den Umfragen liegt der Herausforderer aber knapp hinter Orbán. Die eine Hälfte des Landes hasst mich, für die andere bin ich die Erlösung. Markizoy muss auf der Straße wahlkämpfen, weil er in den meisten Medien so gut wie nicht vorkommt. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen räumt ihm ganze 5 Minuten Sendezeit ein.
wenn sie nicht die Möglichkeit haben, ihr Anliegen als Opposition den Menschen näher zu bringen. Wenn der Leiter des Oppositionsbündnisses insgesamt 5 Minuten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommen hat, wenn alle Radios, alle Zeitungen sind für das Regime. Also unter diesen Umständen können Sie nicht sagen, das sind solche Wahlen wie in Österreich oder jetzt in Frankreich. Orbáns gesamte Wahlkampfrede ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen innerhalb von 24 Stunden 9-mal wiederholt worden. In fast allen Medien liest man, hört man und sieht man das Gleiche. Wie etwa, dass das NATO-Land Ungarn im Ukraine-Krieg neutral sein will. Kein einziger Ungar darf zwischen den ukrainischen Amboss und den russischen Hammer geraten. Deshalb werden wir weder Soldaten noch Waffen in die Kampfgebiete senden. Orbán war knapp vor der russischen Invasion zu Besuch bei Putin in Moskau. Er wollte damals billigere Gaspreise, die ihm sein russischer Freund aber nicht gewährt hat. Dennoch hegt Orbán große Sympathien für Putin und sein Regime, das Ähnlichkeiten mit Orbáns illiberaler Demokratie hat. Premierminister Orbán hat den Angriff auf die Ukraine verurteilt. Selbstverständlich, wie man verurteilt und was für Wörter man nimmt, hat gewisse Bedeutung. Er hat Präsident Putin nicht als eindeutiger Aggressor erwähnt. Viktor Orbán steht vor seiner insgesamt 5. Amtszeit, seiner 4. in Folge. Er liegt in allen Umfragen vorne. Eine Niederlage wäre daher nicht nur eine Riesenüberraschung, sondern auch ziemlich peinlich für Orbán, denn fast alle Medien sind auf seiner Seite und das Wahlrecht begünstigt seine Partei Fidesz. Berichtet Ernst Gellex. Und wenn Sie wieder dreist dabei sind, dann darf ich mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Alles Liebe aus Wien. In der Affäre rund um Inseratengeschäfte und einer Steuerprüfung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes hat es heute personelle Konsequenzen gegeben. Der Wirtschaftsbund-Obmann und Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler sowie Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler haben ihren Hut gezogen und ihren Rücktritt erklärt. Gleichzeitig soll die Wirtschaftsbund-Zeitung eingestellt werden, wie Harald Jungrathmeier berichtet. Sie war lange Zeit die Cash-Cow des Vorarlberger Wirtschaftsbundes, das mit Inseraten prall gefüllte Monatsmagazin Vorarlberger Wirtschaft. Zuletzt war die Zeitung vor allem eine Belastung, Stichworte Inseratenaffäre und Steuerprüfung. Jetzt wird die Zeitung eingestellt, wie der Vorarlberger Landeshauptmann und ÖVP-Chef heute bekannt gibt. Das war jetzt auch klar aus meiner Sicht, dass hier eine gewisse Neuordnung der Dinge stattfinden muss. Und das ist mir nach außen wichtig zu sagen, so geht es dort nicht weiter. Das wird jetzt geändert und das hat verschiedene Facetten, inhaltliche, personelle, auch rechtliche Fragen. Auch diese Steuerprüfung muss zu einem Ende kommen und. Aber da wird es eine ordentliche Neuaufstellung geben und dafür werde ich eintreten. Den Weg für die personelle Neuaufstellung hat die Wirtschaftsbundspitze schon davor freigemacht. Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler und dessen Obmann Hans-Peter Metzler erklären ihren Rücktritt. Metzler geht auch als Präsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Zu groß war der Druck in den vergangenen Tagen geworden. Die Finanz ermittelt wegen Abgabenhinterziehung. Inseratengelder sollen über Jahre falsch versteuert worden sein. Außerdem hat der Wirtschaftsbund in 10 Jahren 1 Million Euro an die ÖVP überwiesen. Die Akquirierung der Inserate erledigte Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler über seine private Firma. Durchaus mit Nachdruck, wie ein Betroffener am Dienstag in der Zeit im Bild 2 berichtete. Michael Stadler war stellvertretender Innungsmeister der Tischler. Und da wurden mir auf sehr penetrante Art drangsaliert, Werbung freizugeben. Circa 20 Jahre ist mir immer im Magen gelegen, dass wir als Innungen Werbung schalten sollten in der Wirtschaftsbundzeitung. Meine Ansicht war immer die, dass das absolut nichts mit Werbung zu tun hat, sondern dass das reine Parteifinanzierung ist.
Dass Landeshauptmann Wallner heute die Reißleine zieht, bringe die ÖVP nur bedingt aus der Defensive, sagt der Politikexperte. Also für Vorarlberg gesehen, muss man sagen, ist das schon halbwegs professionelles Krisenmanagement. Denn da hat man versucht, die Krise wirklich einzugrenzen und mit dem Rücktritt der Wirtschaftsbundspitze und der Einstellung des Mediums versucht der Landeshauptmann, sich wirklich als Krisenmanager zu profilieren. Aber, und das ist das Problem für die gesamte ÖVP, mal abgesehen von Vorarlberg, das ist eben nur eine von vielen Nachrichten aktuell, die da negativ aufschlagen bei der ÖVP. Geht es nach der Opposition in Wien, dann werden die Praktiken des Vorarlberger Wirtschaftsbundes auch den ÖVP-Korruptions-Urausschuss beschäftigen. Wir schauen jetzt noch auf weitere Meldungen vom Tag. Die Arbeitslosenquote ist im März auf 6,3% gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit 2008, also seit 14 Jahren. Insgesamt waren rund 336.000 Menschen ohne Job. ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher zieht eine positive Bilanz, warnt aber vor möglichen Auswirkungen der Ukraine-Krise. Die EU und China haben bei einem virtuellen Gipfeltreffen unter anderem die Ukraine-Krise besprochen. EU-Kommissionschefin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel haben China davor gewarnt, den Angriff Russlands zu unterstützen. Chinas Präsident Xi und Regierungschef Li äußerten sich zwar diplomatisch, vor wenigen Tagen erst hatte China aber seine Freundschaft zu Russland betont. Im Jemen haben sich die Kriegsparteien auf einen zweimonatigen Waffenstillstand geeinigt, der morgen in Kraft treten soll. Seit 7 Jahren herrscht im Jemen ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, die in dem Konflikt unterschiedliche Gruppen unterstützen. In Serbien sind bei einer Gasexplosion in einem Bergwerk mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Teile der Kohlemine sind eingestürzt, weitere 20 Bergleute sind verletzt worden. Die Unglücksursache ist unklar. Zu einem überraschenden Ergebnis kommen nun Forscher in Bonn. Und das ist kein Aprilscherz. Buntbarsche und Stachelrochen können im Zahlenraum bis 5 addieren und subtrahieren. Das ist deswegen etwas Besonderes, weil diese Fische keine Großhirnrinde haben, die bei Menschen für komplexe kognitive Aufgaben zuständig ist. Erkenntnis der Studie ist übrigens auch, dass der Mensch dazu neige, andere Spezies zu unterschätzen. Das Wetter. Recht frühlingshaft war es diese Woche schon zeitweise auf der Gerlitzen. Nun ist die kalte Dusche gekommen und der Winter hat nochmal eine weiße Haube auf alles gelegt. Trüb und nass geht es morgen weiter. Verbreitet liegt die Schneefallgrenze zwischen Tiefenlagen und 400 Meter. Im Süden schneit es meist erst ab 500 Meter Höhe. Eisiger Nordwind bringt kalte Luft, Höchstwerte 0 bis 6 Grad. Kalt bleibt es auch am Sonntag. Die Schneeschauer entlang der Nordalpen klingen aber ab und es lockert auf. Mehr Sonnenschein gibt es am Montag und mit Westwind wird es auch langsam milder. Welche Rolle die Diplomatie hinter den Kulissen spielt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, das ist gleich Thema bei 3 am runden Tisch mit Patricia Pawlitzki. Hier im Studio nehmen gleich Platz der Botschafter der Ukraine, Wassil Chimenez, und einer der Spitzendiplomaten Österreichs, der Direktor der Diplomatischen Akademie Wien, Emil Brix. Er war selbst lange Botschafter in Moskau und hat Wladimir Putin genau beobachtet. Gleich geht's los bei 3 am runden Tisch, ob die Diplomatie als Erfolgsrezept eingesetzt werden muss, um diesen Krieg zu beenden. Bis gleich. Und in der ZIB-Nacht ist heute die Präsidentin der Apothekerkammer Ulrike Mursch-Edelmeier zu Gast bei Stefan Lenglinger um 23.50 Uhr in ORF1. Und wir sind damit am Ende dieser ZIB 2. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen einen guten Start in ein hoffentlich gemütliches Wochenende. Auf Wiedersehen.